Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Pokémon Wi-Fi Battlekampf, oh yeah! Ja, heute spielen wir wieder gegen den Bonne und zwar haben wir uns heute mal auf das OU-Tier geeinigt, auch ein sehr, sehr cooles Tier, eigentlich sind fast alle Tiers, eigentlich sind alle Tier cool, alle Tier sind cool, bis auf das AG ist scheiße, aber sonst ist alles cool. Ja, auf jeden Fall ein Kampf heute im OU-Tier und man sieht auf beiden Seiten da schon die teilweise wirklich klassische OU-Pokémon, wirklich die Klassiker einfach. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Auf meiner Seite sehen wir, die klassische physische Wall schlechthin Panzer-Aeron. Serperoyal, ich liebe Serperoyal, habe ich mir extra für den Kampf gezüchtet. Pixie, ebenfalls speziell für diesen Kampf gezüchtet. Starmie, mein über alles geliebtes Absol, mein Lieblings-Pokémon, wie viele von euch wissen. Auch ein spezielles Pokémon nur für diesen Kampf. Und mein Mega Metagross. Oh yeah, ich liebe Mega Metagross. Ich war lange überlegen, was ich für ein Pokémon nehme als Mega Pokémon, habe mich aber dann für Mega Metagross entschieden. Ja, klassisch im OU hier auf meiner Seite ist eigentlich Mega Metagross, Panzer-Aeron und Starmie. Mittlerweile, muss ich sagen, ebenfalls Pixie und Serperoyal im OU. Wusste ich nicht. Finde ich cool. Ich finde nämlich die ganzen Pokémon eigentlich ziemlich cool. Das derzeitige OU ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Also, das sind viele Pokémon drin, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Wie zum Beispiel Pixie oder Serperoyal. finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, schauen wir uns mal sein Team an. Auf seiner Seite sehen wir Gengar, Ramot, Lamus, Tangolos, dann das wunderbare Pendant, sage ich jetzt schon beinahe eigentlich ja nicht, aber die wunderbare Alternative zu Panzer-Aeron, nämlich Tentantel. Tentantel ist meiner Meinung nach genauso ein blödes Arschloch wie Panzer-Aeron. Panzer-Aeron hat den besseren Recovery und dafür kann Panzer-Aeron, kann Tentantel verkrüppeln, wie zum Beispiel mit Egelsame bzw. Donnerwelle. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und auf jeden Fall sehen wir noch bei meinem Grabbit. Und Grabbit habe ich mir da auch gedacht, oh Gott, nein. Grabbit kann so ein Arschloch sein. Ich hasse Grabbit. Auf seiner Seite typische fürs OU einfach Tentantel, Lamus und Gengar. Mittlerweile ist auch Tangolos im OU, wusste ich nicht. Ist aber interessant zu wissen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall zwei interessante Teams, wie ich meine. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie dieser Kampf so abgelaufen ist. Ja, er leadet hier mit seinem Gengar und ich denke mir nur, ach, fick dich doch. Jeder, aber nicht Gengar. Denn ich leade hier mit meinem Panzer-Aeron und ich muss zwingend die Tarnsteine rausholen und er holt hier einfach mal den Verhöhner. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit meinem Panzer-Aeron raus und gehe meine spezielle Wall, mein Pixie. Er geht jetzt hier auf den Donnerblitz. Ich habe schon Angst vor der Matschbombe gehabt. Aber zum Glück kam die nicht. Er ruft jetzt hier mal seinen Gengar zurück und schickt sein Tangolos rein. Ich denke mir so, ja, was mache ich denn jetzt? Das Beste, was ich machen kann, ist wahrscheinlich Donnerwelle. Irgendwas einfach mal schön verkrüppeln. Auf jeden Fall muss ich mir den ganzen Kampf im Hinterkopf behalten. Ich muss die Tarnsteine rausbringen. Das ist zwingend notwendig, um überhaupt eine Chance zu haben zu gewinnen. Ich gehe jetzt hier mal in mein Metagross, denn der Abschlag, den habe ich schon predicted. Und deswegen bin ich auf Metagross, weil, naja, es ist Megastein und da kann ich abgeschlagen werden. Er geht jetzt hier auf seinen Lamus, weil er hat anscheinend schon gesehen, das ist ein Mega-Metagross. Und Lamus hat halt einfach einen wahnsinnigen physischen Bulk. Ich bin jetzt hier einfach mal safe geblieben. Und bin einfach mal safe auf das Erdbeben gegangen. Weil ich damit eigentlich alles treffen kann. Und ja, das ist halt ein Lamus, ne? Ich gehe jetzt hier auf meinen Starmie und das war ein riesiger Fehler. Das Problem ist, Starmie hat mir in dem Kampf mehr geschadet, als es mir hilft. Denn ich habe das falsche Starmie mitgenommen. Er geht jetzt hier auf den Flammenwurf. Der Flammenwurf verbrennt mich gleich mal. Ist mir aber scheißegal. Ist mir komplett scheißegal.
geht's hier gleich wieder mit meinem Stami raus, weil ich gesehen habe, hey, ich habe ja gar nicht das Stami dabei, das ich will. Ich wollte nämlich das mit Donnerblitz und hey, ich habe ja gar nicht das mit Donnerblitz dabei. Habe jetzt einfach gehofft, dass er rausgeht. Aus diesem Grund gehe ich in meinen Absol, das war sehr riskant, aber es hat funktioniert. Ich gehe jetzt hier mal straight auf den Abschlag, denn irgendein Item wollte ich abschlagen und es passt mir ganz gut, wenn es die Offensivweste ist. Ja, ich bleibe jetzt einfach mal drin, denn ein Erdbeben tanke ich. Oder besser gesagt, das ist ja auf den Abschlag gekommen. Was rede ich denn da eigentlich? Ja, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall meinen Panzer ehren. Weil mehr Schaden wollte ich nicht nehmen mit meiner Absol. Denn Absol ist noch zu wichtig in dem Kampf. Viel zu wichtig. Auf jeden Fall muss er hier rausgehen. Er hat gar keine Wahl. Er muss rausgehen gegen Panzeron. Und ich komme endlich dazu, meine Tarnsteine zu legen. Endlich. Die waren zwingend notwendig. Wegen Ramot und wegen Gengar. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall in meinen Pixie, denn ich habe hier den Feuersturm predicted. Aber, oder den Flammenwurf. Und er geht auf Gedankengut. Und ich denke mir so, nein. Nein, alles, 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 aber kein Gedankengut, Lamus. Aber es ist ein Gedankengut, Lamus. Und jetzt habe ich hier ein riesiges Problem, meine Freunde. Ich habe gar keine andere Wahl gehabt. Ich musste es paralysieren. Aber dann kommt's, er hat den Psychoschock drauf. Und das hat ordentlich Schaden gemacht. Ich gehe jetzt hier auf den Mondschein, weil ich mir einfach gedacht habe, komm, ein bisschen hochheilen. Der wird doch sicherlich paralysiert sein. Nein, er geht auf den Flammenwurf, denn der hat er locker gereicht. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf den Mondschein, weil er muss doch einfach paralysiert sein, dieser Wichser. Es geht doch gar nicht anders. Aber nein. Er geht einfach weiter auf den Gedankengut. Ich gehe jetzt hier einfach selbst auf Gedankengut. Weil ich schon wieder vergessen hatte, dass er ja Psychoschock hat. Und nicht Psychokinese. Ich habe gedacht, ich kann mich dann ein bisschen dagegen boosten. Aber das habe ich dann hier schon gesehen. Ach, Psychoschock hat er ja. Stimmt ja. Ich gehe jetzt hier auf den Mondschein. Weil ich mir gedacht habe, ich heile mich jetzt einfach mal wieder, weil irgendwann muss dieser Wichser doch mal paralysiert sein. Aber nein. Er nimmt einfach mal wunderbar bei Pixie raus. Ja, ich gehe jetzt hier in Seppi Royal. Gehe auf den Blättersturm. Ich habe gebetet, dass er reicht. Und er reicht nicht. Er reicht ganz knapp nicht aus. Und dass der Flammenwurf hier locker ausreicht, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich hätte meiner Meinung nach wahrscheinlich eher auf Metagross gehen sollen, das opfern sollen. Und damit nochmal ein bisschen Schaden machen sollen, weil Seppi Royal war zu wichtig. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall in mein Absol. Denn mit dem Tiefschlag mache ich definitiv genug Schaden. Ich war mir nicht sicher, ob der Abschlag reicht. Deswegen bin ich sicherweise auf den Tiefschlag gegangen. Er geht jetzt hier in Tentantel. Geht's hier wieder raus, denn ja, mein Absol ist mir zu wichtig. Und ich gehe hier auf mein Stami, weil ich mir gedacht habe, komm, Flammenwurf, gib ihm! Er geht übrigens auf Schwertanz und ich sehe so, oh scheiße, das Stami hat auch gar keinen Flammenwurf. Also ja, das Stami, das hat mir mehr geschadet, weil ich hatte das Set von dem gar nicht mehr im Kopf. Da kommt jetzt mal kurz ein Gegenstoß und dann nimmt mal kurz mein Stami raus. Es tut mir echt leid, Stami, dass ich so scheiße mit dir gespielt habe. Ja, ich gehe jetzt hier auf meinen Panzeron. Denn das Tentantel macht mir hier gerade echt Probleme. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auf den Wirbelwind. Weil ich mir denke, komm, raus damit. Und es kommt Ramot. Das fand ich sehr gut. Allerdings, einerseits gut natürlich. Andererseits habe ich jetzt auch wieder ein Problem. Weil wechsel jetzt mal safe in dieses fucking Ramot rein. Und ich muss jetzt opfern und es muss Metagross sein. Es geht gar nicht anders. Ich muss jetzt hier Metagross leider opfern. Er geht jetzt hier auf den Feuerreigen. Brauchen wir gar nicht drüber reden, dass der reicht. Er kann sich jetzt nochmal mit Überreste hochheilen, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Denn ich gehe jetzt hier einfach in mein Absol. Und dass ein Abschlag von einem Absol hier reicht,
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe einfach nur gebetet. Bitte kein Flammenkörper. Bitte kein Flammenkörper. Und ich habe keinen Flammenkörper. Also bitte kein Burn. Und ich wurde nicht verbrannt. Schön. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ich bin jetzt hier nochmal straight auf den Abschlag gegangen und habe gebetet, dass der auch reicht. Und er reicht um ein paar KP nicht. Ja, kann es hier nochmal auf Gegenstoß gehen. Der macht zum Glück nicht gerade viel Schaden. Ich gehe jetzt nochmal auf Abschlag und habe gebetet. Bitte, Absol, überlebt die Eisenstachel. Und Absol überlebt die Eisenstachel. Es war wahnsinnig knapp, denn Absol war viel zu wichtig, dass es jetzt sterben durfte. Er geht jetzt hier auf Tangolos. Und ich musste jetzt echt aufpassen. Absol war zu wichtig. Ich musste hier rausgehen. Aus diesem Grund gehe ich hier in mein Panzerung. Er geht jetzt hier auf Abschlag. Hat mir nicht ganz gepasst, muss ich sagen. Er hat zwar dadurch Beulenhelm-Schaden bekommen, aber jetzt ist mein Beulenhelm weg. Ich kann es mit dem Sturzflug wenigstens ein bisschen Schaden machen. Was heißt ein bisschen? Das war sogar ordentlich Schaden. Er geht jetzt hier auf den Abschlag nochmal straight einfach drauf. Aber ich denke einfach so, ich ruheorte mich jetzt einfach mal. Bisschen KP können nicht schaden. Und er ist zum Glück paralysiert. Das hat mir sehr geholfen. Nachdem sein Lamus die ganze Zeit überhaupt gar nicht paralysiert war, dieses Arschloch. So. Auf jeden Fall konnte ich hier mal seinen Tangolos endlich aus dem Spiel nehmen. Das war sehr wichtig. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was ganz wichtig ist, nämlich geht er hier auf Grabbit. Das war wichtig, dass er hier auf Grabbit geht. Das war extrem wichtig. Denn er geht hier auf Stromstoß und das habe ich mir gedacht, dass der kommt. Und ich war so glücklich, dass es Life Orb, dass er ein Life Orb trägt. Denn ich habe jetzt hier einfach mal den Ruheort gedrückt. Ich weiß, dass ich keinen Stromstoß mehr überlebe. Das weiß ich. Aber ich wollte nochmal ordentlich Schaden auf dieses Grabbit bringen. Denn jetzt in diesem Bereich kann mein Absol das Grabbit aus dem Spiel nehmen mit einem Tiefschlag. Und tschüss, Grabbit! Und jetzt kommt das große Predict-Fiasko. Gengar gegen mich. Gengar Absol. Auf jeden Fall wird der Fokusgurt zerstört. Ich gehe jetzt hier auf den Tiefschlag. Er geht auf den Verhöhner. Weil er sich das schon gedacht hat. Ich denke so, du Wichser. Ich falle nicht nochmal drauf ein. Ich gehe auf Tiefschlag. Und er geht nochmal auf Verhöhner. Ich denke mir so, nicht mit mir. Ich gehe nochmal auf Tiefschlag. Und da kommt er durch. Da kommt mein Tiefschlag durch. Ich bin straight auf dem Tiefschlag geblieben. Und habe somit sein Gengar aus dem Spiel nehmen können. Und mein Absol war somit Mon of the Match und hat einfach mal noch Bonne auseinandergenommen. Kleine Info am Rande. Mein Absol war gescarft. Ich hatte gar keine andere Wahl, als die ganze Zeit weiter auf Tiefschlag zu gehen. Ich bin auf Tiefschlag gegangen, ich habe auf Abschlag, weil ich den Ruckzuckhieb auf Grabbit befürchtet habe. Ich habe echt Angst vor dem Ruckzuckhieb auf Grabbit gehabt. Deswegen bin ich auf Tiefschlag gegangen, denn mit dem bin ich definitiv schneller, dank Prio, und konnte es so rausnehmen. Und habe dann einfach gehofft, dass es gegen Gengar klappt. Es hat zum Glück geklappt. Ich hatte gar keine andere Wahl. Es war risky, aber es hat funktioniert. Das Witzige ist, nach dem Kampf hat Bonne mich gefragt, hey, sag mal, wie viele AP hattest du noch für Tiefschlag? Und ich so, ganz ehrlich, willst du das wirklich wissen? Der Tiefschlag, den ich eingesetzt habe, war mein letzter. Bonner hat sich da regelrecht in den Arsch gebissen. Hätte er noch einmal Verhöhner gedrückt, hätte er gewonnen. Aber so ist es nun mal. Somit ging dann der Kampf an mich. Mein Absol hat hier einen großartigen Job gemacht. Und ein Scarf-Absol. Ich war wirklich stolz auf mein Absol. Es ist schön, dass es hier Mon of the Match war, weil es halt auch noch mein Lieblings-Pokémon ist. Und ja, ich muss sagen, der Kampf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war ein sehr spannender Kampf. Es war ein sehr epischer Kampf. Es war ein schönes Hin und Her immer wieder.
Und wir mussten beide wahnsinnig aufpassen, weil ein Fehler und schon wäre ein Pokémon von uns down gewesen. Siehe bei mir zum Beispiel Starmie, weil ich das Falsche mitgenommen habe. Oder siehe bei mir Zapperoyal. Ja. So schnell kann das halt manchmal im Pokémon gehen. Auf jeden Fall konnte ich den Kampf gerade noch so rumreißen und den Sieg noch an mich reißen. Das war echt scheiße knapp, meine Freunde. Ganz ehrlich, ich war schon kurz davor, einfach nur noch das Handtuch zu werfen und zu sagen, weißt du was, komm, das hat doch gar keinen Sinn mehr. Aber ich habe mir gedacht, nein, 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 ich mach weiter, ich gebe nicht auf, es muss noch irgendeine Möglichkeit geben. Solange ich noch irgendwie eine Möglichkeit habe zu gewinnen, muss ich diese Möglichkeit nutzen. Und die Möglichkeit zu nutzen, die Möglichkeit, die ich hatte, die war einfach mein Scarf-Absol, weil es damit schneller ist, ein Scarf-Absol one-hitted alles von ihm, sobald sein Lamus weg ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich behalte es jetzt mal, schwächst die anderen, weil danach kann Absol sowieso durchracen. Und das war der Plan, das hat funktioniert. Zum Glück. Ja, was kann man noch zu diesem Kampf sagen? Der Kampf wäre an Bonne ausgegangen, wenn er, wenn er gegen meinen Panzereron nicht Grabbit gespielt hätte, sondern Gengar. Ich denke mal, dann wäre der Kampf vorbei gewesen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ein Tiefschlag gegen, sag schon, gegen Grabbit gereicht hätte. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ja, bei One-Hit. Also, ist auf jeden Fall, wäre interessant zu wissen, müsste ich mal nachkalken. Kann eigentlich schon sein, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall, gut gespielt von beiden Seiten, muss ich sagen. Ein schöner Kampf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal wollen Bonne und ich ein anderes Tier ausprobieren, für das ich jetzt schon am Züchten bin. Also gut, Leute, das war dann mein nächster Pokémon Wi-Fi Battlekampf. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.